Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die aus Prinzipbox von Infinit. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, normalerweise mache ich immer die Folie von der Box direkt am Anfang des Videos ab. Allerdings haben wir hier noch einen Sticker auf der Folie, den wir uns noch kurz anschauen. Hier steht Album-CD, Instrumentals, T-Shirt Größe L, Sticker 3 Stück und A1 Poster. Also der Inhalt, der uns in dieser Box erwartet, hier aufgelistet. Alles klar. Jetzt machen wir trotzdem die Folie ab, um uns das Ganze dann im Detail anzusehen. So. Also, wir haben hier den guten Mann abgebildet, sein Profil hier mit Tattoo am Hals. Und hier lesen wir Infinit aus Prinzip Chapter 1, das Label, über das das Ganze erschienen ist. Es klappert schon. Hier unten lesen wir Infinit 94. Das spiegelt so, also im Licht kann man es hoffentlich halbwegs erkennen. Das Ganze hier in so einer Schwarz-Grau-Optik. Hier ebenfalls Infinit, wieder in so einer speziellen Glanzschrift. Auf der Oberseite lesen wir nochmal Infinit 94. Und hier Infinit 94. Das finde ich echt gut gemacht, weil wenn man jetzt bedenkt, wenn man jetzt die Box nicht so ins Regal stellen möchte, sondern vielleicht so wie so ein Buchrücken, dann kann man hier wirklich anhand dieser Aufschrift lesen, um welche Box es sich handelt. Weil ihr kennt das, ihr habt dann irgendwie 10 Boxen, die meisten sind dann irgendwie einfärbig oder ohne Hinweis einfach und dann weiß man nicht so schnell, welche Box welche ist. Da wurde sich auf jeden Fall was überlegt. Chapter 1 Rap Tags. Und auf der Rückseite haben wir ebenfalls nochmal den Inhalt aufgelistet. Den haben wir schon auf dem Sticker gelesen und hier nochmal Hashtag aus Prinzip, auch wieder in dieser glänzenden Schrift. Und hier noch die Credits bzw. ein Barcode. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal, nachdem wir jetzt schon wissen, was darin ist, wie das Ganze im Detail aussieht. Wir haben einmal die Instrumentals zum Album. Das Album an sich. Ein T-Shirt. Eins, zwei, drei Sticker. Und ein Poster. Box von innen weiß, so sieht das Ganze aus. Und es ist, oh, hier haben wir noch was. Aus Prinzip, alles klar. Es ist so eine reguläre Klappbox. Okay, nachdem hier die beiden Tonträger auch wieder eingeschweißt sind, machen wir die jetzt einfach mal beide hintereinander auf, damit wir dann nicht immer unterbrechen müssen. So, Nummer 1. Also ich muss ehrlich sagen, bis zu diesem Release, also bis zu diesem Album, hat mir dieser Künstler nichts gesagt. Ich hatte den überhaupt nicht am Schirm. Ich hatte keinen Track von ihm jemals gehört, kein Video gesehen, nichts. Also für mich ist der Typ ein komplett unbeschriebenes Blatt. Und für mich ein Newcomer. Ist auch, soweit ich weiß, sein erstes richtiges Release. Und das hat er dann gleich als Box rausgehauen. So, also wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Infinit aus Prinzip. Das Cover sehr ähnlich wie das auf der Box. Also hier haben wir ihn im Profil und hier wirklich frontal die Ansicht. Infinit aus Prinzip Chapter 1 lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir 17 Tracks an der Zahl und wir haben zwei Features, einmal Haze und einmal Sierra Kid. Meine Favoriten des Albums sind auf jeden Fall Intro, fand ich sehr, sehr gut und sehr, ja, emotional. Also man merkt auf jeden Fall, dass ihm die Zeilen, die er rappt, am Herzen liegen.
Und Track Nummer 2, der mir sehr gut gefallen hat, war Tausendmal. Ja, Tausendmal, der war's. Alles klar. Gut, wir schauen mal in das Album hinein. Aus Prinzip, das ist das Booklet. Schauen wir uns auch gleich mal an, wenn ich es rausbekomme. Ist ja immer so eine Sache. Ah. Alter. Mittlerweile um die 200 Boxen unboxed, aber Booklets machen nach wie vor Faxen. Infinite aus Prinzip. Infinite 94 und hier halb im Schatten noch einmal der Künstler. Infinite in dieser weißen Schrift, also in dieser, sieht aus wie mit dem Pinsel. Infinite aus Prinzip. Entschuldigung, ich bin leider nach wie vor etwas erkältet. Hört man vielleicht. Hier nochmal eine Aufnahme von Infinite. Dann haben wir hier eine Danksagung. Reicht jetzt. Und hier nochmal aus Prinzip. Und hier noch eine Aufnahme des Künstlers. Und hier noch die Credits. Und die Social Media bzw. Internetauftritte. Alles klar. Dann haben wir die CD, diese in dieser Schwarz-Weiß-Optik gehalten. Ah nein, jetzt wollte ich schon sagen blank schwarz, aber hier haben wir nochmal Infinite hier so im Schatten stehend. Und hier lesen wir nochmal Infinite aus Prinzip. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Wir haben hier ebenfalls 17 Tracks, also 17 Tracks auf dem Album, 17 Instrumentals. So sieht die CD aus. Und das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Freut mich. Und die sind allesamt quadratisch. Also, Infinite Chapter One haben wir hier. In dieser Schwarz-Grau-Optik mit diesen weißen Pinselbuchstaben. Chapter One, ganz klassisch, also das Label. Und hier nochmal, auch wieder in dieser Pinseloptik, Infinite 94. Gefallen mir sehr gut, sind quadratisch, sind groß und haben echt so eine Glanzoptik und scheinen echt gute Sticker zu sein. Dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt kommen, das Poster. Einseitig bedruckt. Und das Ganze im Hochformat. Also, wir haben den Rapper hier stehend, dann wieder der Schriftzug Infinite aus Prinzip und hier unten lesen wir noch Chapter One. Ebenfalls wieder alles sehr, sehr düster und schwarz-weiß gehalten. So, nehmen wir das Ganze wieder zusammen. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box ein T-Shirt. In weiß. So, und wir lesen hier auf der Vorderseite Infinite 94 Chapter One. Neckprint haben wir keinen. Und das Ganze ist ein Gildan Softstyle Größe L made in Bangladesch. 100% Baumwolle und ja, made in Bangladesch habe ich ja schon gesagt. Gut, wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier im Brustbereich Infinite Punkt. Und dann unten 94 und Chapter One im Bauchbereich. Das T-Shirt klassisch in weiß und dann der Aufdruck bzw. die Schrift in schwarz. Klassisches Design, hat aber mit dieser fetzigen Schrift in meinen Augen auf jeden Fall etwas,
und kann man gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dann haben wir diese drei Sticker in quadratischer Form. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle und das Album an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box aus Prinzip von Infinit. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung ist zu dem Album, zu der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Infinit unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.